Ich habe geschlafen, Mann. Schon mal von den Genfer Konventionen gehört? Ich habe Rechte. Ich sag dir was. Sobald wir über dem Lager sind, will ich im Einsatz sein. Du gehst alleine rein? Ist nichts Persönliches. Lief mir zu holprig in Benghazi. Auf den Wärmebildern der Drohne sind Gegner zu sehen, die sich flussaufwärts in einem Haus treffen. Charlie, ich brauche Aufklärungsmöglichkeiten. Wir müssen Kobels Käufer finden, bevor man mich entdeckt. Hab einen Tricopter mit einer einfachen Gesichtserkennung ausgerüstet. Ist der besser als der bei dem hier? Um Längen. Ab einer Entfernung von weniger als 50 Metern müsste es funktionieren. Ich orte gegnerische Einheiten entlang deiner Route. Sie dürfen dich nicht sehen. Danke, Graham. بکنم وقتی جنگ شروع بشه تو بری قایم شی. خوشحالی؟ نه؟ خوبه. Sam, das ist eine gute Position für einen Tricopter-Start. Es geht los. Okay, Sam, bring den Tricopter etwas näher ran, damit wir die Stimme sauber hören können. Gut so. Audio wird übertragen. Weiter so. Suche nach Treffern. Nicht gut genug? Was soll das heißen, nicht gut genug, du? Oh, Scheiße! Betty! Sam, angeblich soll die Gesichtserkennung viel zuverlässiger sein. نمیتونم صبر کنم تا آمریکایی بیان اینجا. مراقب باش چی آرزو میکنی. ممکنه سر بیاد. فکر میکنی آمریکایی میتونه جلو ما باشه؟ اونا یه حرف بلندن. کارات خوبی هم دارن. تو بی خودی. انگیزه ما مقدسه. هدف ما درسته. تفنگای ما قدیمی هن. و مثل آمریکایی هواپیمای بدون سرنشین نداریم. اگه بخوایم از اینجا دفاع کنیم فقط به چشم باز و خشاب پر نیاز داریم. امیدوارم اینطور باشه. وگرنه به مشکل برمیخوریم. باید کمی ایمان داشته باشی. پیروزی با ماست. بله، ایمان. و البته مهمات. چی شد؟ Schöne Grüße von Corbin. Du Arschloch! Ich gehöre zum MI6! Drei Jahre undercover-Arbeit!
und du versaust den ganzen Scheiß. Wie lautet deine Aktivierungskennung? 757 Bravo, Victor 9, Oscar 98. Scheiße, ich glaube, du hast ihn gebrochen. Grimm, hast du mitgeschrieben? Ist angekommen. Okay. Wer hat dich geschickt? Die CIA? Die Kennung ist veraltet. Ich brauche einen Retina-Scan. Verdammt, was machst du? Sein Name ist Yadid Haidos. Er war beim MI6, aber jetzt nicht mehr. Er ist vor 5 Jahren als Doppelagent enttarnt worden. Wenn du hier bist, bin ich schon tot. Scheiße. Was zum Teufel ist passiert? Er hat sich umgelegt. Ach du Scheiße. Die Daten kommen aus einer Kommunikationszentrale oben im Dorf. Such nach einer großen Satellitenanlage. Die Straße den Berg hoch wird schwer bewacht. Wie lautet der Plan, Sam? Ich klettere ab jetzt. Mach den Hubschrauber klar für die Exfiltration. Schon dabei. Sam, ich habe den Einsatzoffizier von Lager Delta. Paladin, hier spricht Gridiron. Bitte kommen. Gridiron, hier Paladin. Ich brauche einen Lagebericht. Komm. Habe unzählige Kontakte zu Fuß und in Fahrzeugen. Stehe, während wir sprechen, unter Beschuss. Warten Sie! Es gibt Befestigungen und koordinierte Gegenangriffe. Wir stecken hier mächtig in der Scheiße. Komm! Glauben Sie, die wussten von dem bevorstehenden Angriff? Komm! Definitiv. Keine Sorge. Die machen wir fertig. Gridiron Ende. Der Brücke, die zum Dorf führt. Sam, ich erkenne Bewegungen über dir. Anscheinend haben die Engineers Fluchttunnel gegraben, um sich vor Aufklärungsflügen zu schützen. Bestätigt, ich sehe überall Spuren von Grabungsarbeiten. Ich verfolge diese Datenübertragung. Sie läuft noch und kommt aus dem Sektor, den die Milizen für sich abgesperrt haben. Huh?
sichere dich. Gibt es Neuigkeiten von den anderen Teams? Nein, ich vermute, dass sie absolute Funkstille halten, um die Operation nicht zu gefährden. Mann, das ist ja riesig. Die Engineers müssen die Bevölkerung vor langer Zeit verjagt haben. Glaubt ihr, die waren bei Blacklist Zero dabei? In Guam sprach keiner Farsi. Engineers arbeiten grenzübergreifend. Könnte jeder gewesen sein. بهتره که آماده باشی. بعدا باش آماده می کنم. Ich bin über der Kommunikationszentrale. Charlie. Leiten die immer noch Daten hindurch? Wie verrückt. Und die Verschlüsselung ist krass. Ich brauche mindestens 5 bis 10 Minuten, um rauszufinden, was sie da senden. Wir können nicht warten. Okay, Briggs, starte jetzt den Hubschrauber. Schon unterwegs. Brauch ein paar Minuten. Die muss es schwere Kämpfe gegeben haben. Vermutlich eine Drohne. Getroffen worden, aber nicht in letzter Zeit. Ich sehe mich mal um. Was siehst du? Eine Art Exekutionsraum. Ein Soldat wurde umgebracht. Miguel Garcia, Geschwader 36. 23 Jahre alt, stammt aus L.A., wird seit der Sache in Guam vermisst. Warum töten die ihn? Um es aufzuzeichnen. Scheiße, das ist es, was sie senden. Ich schalte es ab. Die nehmen noch auf. Verfolgt es. Okay. Die haben mein Tablet vergessen. Ich will nur nach Hause. Und genau das wünsche ich mir auch. Ich will, dass all eure Soldaten wieder nach Hause gehen. Aber dein Land will einfach nicht auf mich hören. Ich meinte nicht ihn, mein Freund. Ich meinte dich. Was sollte die Warnung? Das ist eine Botschaft, keine Warnung. Die Engineers erwarten jemanden. Was ist mit dem Signal? Ich arbeite noch dran. Sam, hast du die Drohne aktiviert? Nein. Jemand hackt sie. Deshalb hat Jadid auf Zeit gespielt. Es ist eine Falle. Weg da, sofort! Ich bin okay. Briggs, ich brauche den Hubschrauber. Unmöglich. Landezone nicht sicher. Sam, es kommen noch mehr Raketen. Ich benutze den Haken. Kopiere sämtliche Daten, die du finden kannst. Mach ich. Wir werden den Hubschrauber hier drin reparieren, so sparen wir Zeit. Sam.
Die Engineers waren uns immer einen Schritt voraus. Wir wollten die Blacklist und was wir haben, ist eine Botschaft. Briggs wird Corbin dazu nochmal ausquetschen. Corbin ist viel zu blöd für so eine Falle, aber er ist klug genug, uns nicht in sowas reinzuschicken. Hast recht. Andere Quellen haben seine Aussagen bestätigt. Die Engineers hinterließen uns eine falsche Fährte aus Informationen. Und schickten uns mitten in ein Minenfeld. Hoffe, die DevGrew-Teams haben was gefunden. Sie müssen langsam zurück sein. Charlie kümmert sich darum. Charlie? Charlie. Die anderen Teams. Sämtliche Lager waren fallen. Der Einzige, der überlebt hat, bist du. Die Engineers wussten, dass die Behörden den Einsatz leugnen würden. Sie haben ihn aufgezeichnet. Die Aufnahmen wurden gerade online gestellt. Sam, wir haben auf dem Gerät...